Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute testen wir wieder eine neue Palette aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan die Marken meinen, wir bringen neue Paletten raus, wir bringen ein neues Sortiment raus. Und selbstverständlich habe ich mir auch die neue Palette von Essence geholt. Und zwar gibt es da ja zwei neue. Ich habe mich von Essence für die Palette Welcome to Miami entschieden. Ich habe nur darauf gewartet, bis es die endlich bei uns im DM gibt. Ich habe das überall auf Instagram gesehen und dachte mir nur so, wenn die rauskommt, dann möchte ich die gerne auch mal testen für euch. Und jetzt würde ich mal sagen, ganz viel Spaß bei diesem Video. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa. Bevor ich mit dem Video anfange, wollte ich nur sagen, es kann sein, dass ihr hier ein Ziehen hört oder die Fenster hört oder irgendwas anderes, weil die Räume ja wie gesagt hier leer sind und draußen ist es einfach so krass windig, dass es halt durch die Balkontür und durch die zwei Fenster, die wir hier haben, einfach richtig krass zieht. So, jetzt aber zurück zum Thema. Und zwar hat Essence ein neues Sortiment und das finde ich mega, mega cool. Ich muss wirklich sagen, es gibt so ein paar Dinge von Essence, die ich unglaublich liebe. Zum Beispiel sind meine liebsten Produkte hier. Einmal dieser Volume Booster Lash Primer, den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dieser Primer ist einfach der geilste, den ich in meinem Leben jemals benutzt habe. Der zaubert einfach so heftige Wimpern in Kombination mit dieser Isle of Extreme Mascara. Das ist die wasserfeste Variante. Gibt es auch noch in Pink Rosé, wäre dann die nicht wasserfeste. Die mag ich übrigens auch sehr gerne. Und mein liebster Eyeliner ist auch von Essence, und zwar der Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Der ist zwar nicht so krass waterproof, aber ich mag den trotzdem sehr gerne. Ja, und das ist jetzt sehr schön, weil das fokussiert hier einen Scheißdreck. Also gut, ich glaube, ihr wisst alle, welche ich meine. Auf jeden Fall liebe ich ein paar Essence-Produkte. Aber bei den Paletten muss man immer vorsichtig sein. Es gibt so manchmal Paletten, die sind mega gut. Die habe ich richtig krass bewertet. Und da gab es wiederum Paletten, wo ich mir dachte, das wollte mich eigentlich komplett verarschen. Aber ich habe hier die Hoffnung, dass die Welcome to Miami Palette wirklich sehr gut sein soll. Ich habe wirklich bis jetzt über das neue Sortiment nur Gutes gehört. Und zwar hat diese Welcome to Miami Palette, zurück zum Deutschen, 12 Töne, die einfach super schön sind mit einem Spiegel. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich müsste mal hier einfach diese Folie abmachen. Das wäre sehr geil. Auf jeden Fall kostet diese Palette 6,95 €. Das heißt, pro Lidschatten haben wir hier circa 58 Cent aufgerundet. Das sind, glaube ich, 57,9. Ja, also finde ich auf jeden Fall nicht teuer. 58 Cent für einen Lidschatten geht eigentlich voll klar. Hier haben wir die Töne. Ich finde dieser bärige Ton, ich glaube, man kann den sehr gut sehen, lilastichiger Ton, glitzerige Ton, schimmernde Ton, wie man das jetzt auch nennen mag, ist sehr auf den Paletten mit bei. Der war zum Beispiel auch bei dieser Catrice Palette mit drin, die ich getestet habe. Aber was ich mega süß finde, ich glaube, ihr könnt das gut sehen. Guck mal, wir haben hier Eis und oben haben wir ein Flamingo. Sieht super, super schön aus. Das gefällt mir auch mega gut. Ich weiß zwar nur nicht, ja, ist das dann so peachy silber? Naja, ich würde mal sagen, wir fangen an. Wir haben hier auch so einen wunderschönen türkisen Ton, tendiert ein bisschen zu Mint-Ton. Ja. Hier ist sehr viel Lila mit bei. Ich würde mal sagen, ganz viel Spaß. Ich werde wie ein Papagei hoffentlich aussehen und ich hoffe, Leute, dass das hier kein Flop wird. Ich bete drum, dass diese Palette wirklich gut sein wird. Nach dem Flop von Catrice habe ich wirklich jetzt mal das Bedürfnis, eine gute Palette zu erwischen. Aber erstmal geben wir meinen Primer auf und da ich gerade keinen anderen Primer da habe, beziehungsweise keine andere Base habe, außer die von Essence, geben wir auch passend jetzt die von Essence drauf.
to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. So, ich bin jetzt fertig und ich habe mir direkt mal einen Ton ausgesucht, den ich als Base benutzen werde. Und hier gefallen mir eigentlich zwei sehr gut. Wir haben hier einmal so einen Concealer-Ton und ich würde dann so sagen, so einen Puder-Ton. Und zwar haben wir einmal den Ton, den würde ich so als Concealer-Ton betiteln und dieses gelbstichigere, ja, ich glaube, man kann das sehr gut erkennen. Kommt zwar in der Kamera ein bisschen dunklerer rüber, aber das ist für mich so ein Puderton. Und ich gebe mir jetzt aber den helleren Ton drauf, der ist wie gesagt ein bisschen roséstichig. Gefällt mir mega gut und ich mag es ja sehr gerne, auf meine Base eine Base drauf zu tragen. So, machen wir das mal hier alles drauf. Ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass es gut sein wird. Ich habe keinen Bock mehr auf den Flop. Ich habe mittlerweile so viele Paletten, die ich nicht mag. Da können jetzt ruhig mal wieder ein paar mit rein, wo ich wirklich sage, okay, die sind günstig und gut, weil 6,95 € finde ich wirklich nicht viel. Ich habe ehrlich gedacht, dass Essence die Preise noch höher macht, aber nee. Das finde ich auf jeden Fall noch akzeptabel bei 6,95 € und 58 Cent pro Lidschatten. Geht auf jeden Fall mehr als nur fit. So, ich möchte jetzt mal gerne ein bisschen was zwischen diesem lilanen und grünlicheren Ton machen. Ich möchte diesen Bronzeton und goldenen Ton nicht benutzen, weil, weiß ich nicht, ist mir halt irgendwie zu schlicht. Hier sind perfekte, schöne Töne mit bei, die man wirklich papageimäßig aufbauen kann. Deswegen gebe ich jetzt erstmal diesen dunklen Ton hier drauf. Und zwar ist das dieses dunkle Lila. Schade, 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 dass die hier wirklich keine Namen drauf gemacht haben. Das wäre natürlich jetzt noch cooler gewesen, aber wir geben uns das jetzt so ein bisschen, ja, hier oben halt, oben so ein bisschen drauf, so komplett von hier vorne bis zum Ende hin. Ich weiß nicht, wie man das nennt, halt über dieser Lidfalte so ein bisschen. Und dann mal schauen, wie das aussieht. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. So aufgetragen ist das Ganze. Ich muss wirklich sagen, entweder sind hier wirklich diese Pinsel einfach katastrophal oder ich weiß nicht, oder diese Lidschatten sind wieder so kreideartig. Aber ich kann das Ganze jetzt trotzdem nicht negativ bewerten. Es ist zwar, ja, nicht so stark gedeckend, aber ich finde, Essence ist auch mehr so eine Teenager-Marke, beziehungsweise so eine Einsteiger-Marke. Halt, ich sag mal so, als ich angefangen habe, mich zu schminken, war Essence so ziemlich das Einzige, was ich mir vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch wirklich leisten konnte. Deswegen denke ich, dass halt auch viele Anfänger Essence halt am Anfang vor allem bevorzugen. Und da finde ich halt einfach so eine nicht starke Pigmentierung eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Weil man will ja nicht direkt, wenn man anfängt, so Bäm haben, sondern man muss auch die Möglichkeit haben, aufzubauen. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Aufbauen kann ich hier auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt nehme ich mir so einen Fluffy-Pinsel und gehe da so ein bisschen oberhalb drüber. Und da möchte ich jetzt einen helleren Ton nehmen und da passt mir auf jeden Fall der schöne mit diesem aufgestanzten Flamingo. Sehr schön, ich glaube. Ja, man kann das so ein bisschen sehen. Und den gebe ich mir halt oberhalb drüber und blende mir das Ganze dann in diesen etwas dunkleren Farbton mit ein. Ich denke mal, dieser Übergang könnte ganz sneaky aussehen. Und das machen wir jetzt. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get. Fertig, Leute. Also das ging ja mal mega einfach. Also das freut mich jetzt einfach ultra. Und ich sehe einfach gerade, das Licht ist einfach mehr als beschissen. Aber ich kann da gerade einfach nichts für. Es tut mir leid, aber oh mein Gott, die sieht gut aus. Also das läuft hier gerade zu meinem Gunsten wirklich in eine sehr, sehr schöne Richtung. Und ich hoffe, dass das jetzt bleibt. Alter, das sieht schön aus. So, jetzt gehen wir in einen, ja, etwas dunkleren Ton. Und zwar möchte ich, auch wenn das jetzt gerade so eine kleine Hassfarbe ist, weil ich die schon mal ausprobiert habe und die in die Hose gegangen ist. Und zwar gehe ich jetzt hier in diesen glitzernden Ton mit rein. Und zwar der ganz von euch aus, glaube ich, links, von mir aus rechts. Ich finde den sehr schön und ich kann mir den sehr gut vorstellen, hier so ein bisschen im Innenwinkel komplett so ein bisschen eingetupft. Sehe das, glaube ich, sehr schön aus. Und ich weiß nicht, soll ich das mit dem Finger auftragen? Ich glaube, mit dem Finger ist das ein bisschen besser. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Ich denke mal, oh,
Zieh doch das mal rein. Okay, gut, das hat man bei der anderen Palette auch, dass das so war. Das sieht sehr schön aus. Das sieht sehr schön aus. Ich glaube, heute werde ich hier glücklich rausstolzieren. Ich habe bei dieser Palette ein sehr gutes Gefühl. Mir hat schon die letzte Palette von Essence sehr gut gefallen. In the Wild Palette hieß die, glaube ich. In the Wild Palette, diese grüne, die hatte ich ja gekauft. Die fand ich auch ganz gut. So. Yes, das können wir so behalten. Das sieht sehr gut aus. Ich merke nur gerade, wie beschissen dieses Licht ist, aber ansonsten ist alles gut. So, und jetzt gehen wir in einen, ich würde mal sagen, in den türkisen Ton hier, beziehungsweise in diesen grünen Ton. Und zum Ende hin gehen wir nochmal in diesen türkisen Ton. Da gefällt mir der grünlichere Ton sehr gut. Also der hier. Und ja, das ist halt mehr grün und das hier ist so Stichmint-Türkis, würde ich mal behaupten. Aber wir gehen erstmal in diesen grünen Ton hier rein und geben den so gut wie bis zum Ende hier hin. Aber lassen zum Ende hin noch Platz für den helleren Ton. Genau. Also aufnehmen tun die auf jeden Fall gut. Zieht euch die Kacke mal rein. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Oh, das sieht so schön aus. Mein Auge sieht aus wie ein Feuerwerk. Darf ich vorstellen, die Queen of Papageilook. Oh Mann, das sieht hübsch aus. Okay, jetzt gehen wir nochmal in den letzten Ton. Und zwar in dieses wunderschöne, ja, glittrige, mint-türkisige irgendwas. Und jetzt, bitte ruinier es nicht. Don't say we didn't. I was your first love. And you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. So sieht das bis jetzt aus. Ich versuche mal das Licht ein kleines bisschen besser zu machen. Vielleicht könnt ihr das noch besser dann erkennen. Aber ich bin mega begeistert. Ich möchte noch ein bisschen was dazu machen. Aber ich habe mir jetzt hier oben so ein paar Highlights gegeben, falls ihr das sehen könnt. Ich habe mir dieses Grüne noch hier oben drauf gemacht, was einfach meiner Meinung nach noch schöner aussieht. Aber ich versuche mal das Licht ein bisschen besser zu machen. So, besser geht leider nicht, aber so sieht das aus. Ich habe, wie gesagt, hier hinten das Grüne aufgegeben, oben noch ein paar Highlights gesetzt und unten gebe ich jetzt, hier unten am Kranz, gebe ich jetzt noch eine andere Farbe hinzu. Ich weiß zwar noch nicht ganz welche. Ich könnte jetzt braun hinmachen, aber braun würde da absolut fehl am Platz sein. Ich könnte mir aber auch wirklich sehr gut einen helleren Ton vorstellen und zwar den hier, wo halt dieses Eis drin eingestampft ist. Ich glaube, das könnten wir da gut reinmachen. Oh. Also, die sind echt gut pigmentiert. Also, wenn man das auf dem Pinsel aufgibt, ist da wirklich sehr viel drauf. Klar muss man da ein bisschen aufbauen, wie ich vorhin gesagt habe. Aber das geht vollkommen klar. Ich kann mit dieser Palette wirklich sehr gut arbeiten. Krass. Ich bin jetzt zweimal rübergegangen und der Effekt gefällt mir richtig gut. Also ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Also ich konnte damit gerade super gut arbeiten. Ich werde gleich nochmal Eyeliner drauf geben und Mascara. Mal keinen Look, den ich abschminken muss. Keine Katastrophe. Wird ja auch mal wieder Zeit, dass wir hier was Gutes reinkriegen. Also ich muss wirklich sagen, Essence, großen Lob. Jetzt kommt hier nochmal Eyeliner drauf und Mascara. Und dann würde ich mal sagen, haben wir einen kompletten Look in meinem Auge, an meinem Auge, auf meinem Auge. Komplett nur mit Essenssachen, oder? So Leute, ich bin fertig. So sieht das Ganze aus. Ich bin wirklich richtig verliebt. Ich wünschte, ich könnte euch das in einem besseren Licht zeigen. Aber leider ist es mir gerade nicht möglich. Es sei denn, ich setze mich jetzt auf den Boden. Aber das lassen wir jetzt mal schön gepflegt. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich bin wirklich mehr als nur verliebt. Ich liebe es einfach. Ich liebe diese Miami-Palette einfach so krass. Ich werde die definitiv mit in den Urlaub mitnehmen, weil ich finde einfach, ja, das ist einfach so ein richtig schöner sommerlicher Look. So direkt zu einer Sonne. Papagei in der Sonne, bestimmt sehr schön. Ja, ich mag es einfach und das bin einfach zu 100% ich. Es hat einfach alles geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Töne matchen einfach sehr gut zusammen. Dieses Türkis, dieses Grün, dieses Lila, dieses helle Lila, dieses
glitzernd ist, passt einfach alles genauso, wie es sein soll. Ich liebe sie, ich kann euch die wirklich nur empfehlen. 6,95 Euro und 58 Cent den Lidschatten. Ich werde mir definitiv noch die zweite davon kaufen, wenn ihr möchtet, dass ich mit der anderen, ich glaube, das ist die Rom-Palette, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich werde mich ansonsten hier nochmal korrigieren. Davon gibt es noch eine andere, die ist ein bisschen schlichter, also die ist nicht so krass von den Tönen her. Wenn ich die auch mal ausprobieren soll, dann schreibt mir das doch mal gerne unten in die Kommentare rein oder zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Essens habt ihr sehr schön hinbekommen. Ich liebe die Palette einfach und ich kann euch sie einfach mit gutem Gewissen weiterempfehlen. So Leute, wir sind auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich würde mich mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch Schnuddis da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.